Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge RecoPlay. Heute schauen wir uns zusammen nochmal einen Titel für den klassischen Gameboy an, und zwar Gremlins 2 The New Batch, The Video Game noch als Untertitel. Ja, The New Batch, wie könnten wir das übersetzen mit die neue Lieferung vielleicht oder sowas, ne? Erschien in Japan 1990, genau wie der gleichnamige Kinofilm, in USA dann 1991 und bei uns in Europa dann schließlich 1992. Auf Konsole gibt es tatsächlich nur noch eine Version für das NES und das ist ein ganz anderes Spiel. Also das hat mit dem Gameboy-Titel hier gar nichts zu tun. Das ist irgendwie so ein Adventure aus der schrägen Vogelperspektive, hatte ich jetzt, glaube ich, gesehen. Bei den Heimcomputern sieht es da ganz anders aus. Da gibt es richtig viele Versionen. Es gibt eine Version für den Atari ST, für den C64, für den MSX, für DOS, für den ZX Spectrum und für den Schneider CPC. Da spielt man allerdings, also es ist auch ein Jump'n'Run, da spielt man allerdings keinen Gremlin, wie hier in dem Gameboy-Titel, sondern da spielt man den menschlichen Hauptcharakter Billy, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte. Ja, Entwickler hier von dem Spiel ist die Firma Sunsoft. Die stehen auch hier vorne auf der Verpackung mit ihrem Logo groß drauf. Die gibt es heute tatsächlich immer noch. Ein Videospielentwickler und Publisher, den es seit 1978 gibt. Und die waren seit jeher schon eine Unterfirma bzw. die Videospielabteilung der Sun Corporation, die es wiederum seit Anfang der 70er Jahre gibt. Und zunächst hieß Sunsoft noch Sun Electronics Corporation. Und da haben sie in den 70ern, wie so viele Firmen natürlich, erstmal Arcade-Automaten für die Spielhallen hergestellt. Und 1980 sind sie dann in den Videospiel-, also den Heimkonsolenbereich sozusagen eingestiegen und haben sich in dem Zuge dann umbenannt in Sunsoft. Die haben viele Originalspiele gemacht, wie zum Beispiel auch hier dieses Gremlins 2, aber haben auch sehr viel Portierungen gemacht wohl. Also zum Beispiel irgendwie Afterburner für Nintendo-Konsolen. Und ja, so Mitte der 90er, ich glaube 1995, gab es dann in der Firma eine große Umstrukturierung aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten. Das heißt, die amerikanischen und europäischen Niederlassungen von Sunsoft wurden auch geschlossen und dann hat man anschließend nur noch ausschließlich für den heimischen japanischen Markt dann entsprechend produziert. Ja, genau. Was haben die ansonsten noch gemacht? Viele Sunsoft-Spiele sind heute richtig, richtig teuer und Raritäten. Also Days Before Christmas zum Beispiel fällt mir da ein für das Mega Drive und für Super Nintendo. Trip World auf dem Game Boy ist auch ein richtig teurer Titel heute. Genau wie Death and Return of Superman ist auch ein richtig teurer Titel. Und ansonsten haben sie sehr, sehr viele Batman-Spiele gemacht. Zum Beispiel hier Batman Return of the Joker, einmal hier für den Game Boy und auch die Version für das Sega Mega Drive. Dann haben sie dieses fantastische Spiel hier gemacht, Batman für den klassischen Gameboy oder Batman the Video Game, besser gesagt, habe ich euch vor sehr langer Zeit auch schon mal vorgestellt. Richtig toller Titel. Und dann haben sie wohl auch mit dem Spiel hier was zu tun, Clock Tower auf dem Super Nintendo. Zumindest ist er auch heute noch auf der Seite von denen gelistet, obwohl der eigentlich ja von Human Entertainment ist. Vielleicht haben sie da das Publishing irgendwie noch übernommen. Was auf jeden Fall richtig cool ist hier beim Spiel, was mich auch damals als Kind sehr beeindruckt hat, neben der ganz fantastischen Grafik, das Spiel hat unglaublich gute Musik hier. Und die ist von Naoki Kodaka. Ich muss den Namen leider wieder ablesen, tut mir leid. Wer lange diesem Kanal folgt, weiß, ich habe ein bisschen Probleme damit, immer japanische Namen auszusprechen. Der hat jedenfalls zwischen 1986 und 2002 Videospielmusik gemacht und ist heute Professor für ja, Komposition, Produktion, Musiktheorie und so weiter, einmal am Nagoya College of Music und an der Daido-Universität. Und der hat unter anderem alle Musiken für die Batman-Spiele gemacht, bei Sunsoft, unter anderem auch hier für dieses Spiel. Und wie gesagt, ich verlinke es euch hier oben mal, wer es noch nicht kennen sollte. Ganz, ganz toll. Auch die Musik. Ja, Gremlins 2 basiert natürlich, muss man sagen, auf hier dem gleichnamigen Spielfilm Gremlins 2 aus dem Jahr 1990 von Regisseur Joe Dante. Der Gremlin Gizmo wird hier quasi jetzt ja, gefangen genommen und in ein medizinisches Forschungslabor gesteckt, in so einem riesigen Hochhauskonzern, wo der Medienmogul schlechthin irgendwie alles unter Dach und Fach hat. Also da ist auch ein Fernsehsender mit drin, da ist ein Architekturbüro drin, ein großes und so weiter. Und ja, soll da entsprechend jetzt ja, untersucht und seziert werden. Und durch einen unglücklichen Zufall kommt er mit Wasser in Berührung. Und wer den Gremlins Film 1 gesehen hat, weiß, das ist gar nicht gut für die Gremlins. Das heißt, der Gizmo brütet dann quasi drei oder vier böse Gremlins aus, wenn man so will. Und die vermehren sich dann auch im Film noch ja, ziemlich rege. Und ja, im Prinzip ist dann die Haupthandlung, dass die Gremlins daran gehindert werden müssen, irgendwie sich noch weiter zu vermehren, das Gebäude zu verlassen und da irgendwie die komplette Stadt
unter ihre Fittiche zu bringen. Wer es nicht kennen sollte, Gremlins ist so, ja, man kann, glaube ich, sagen, so ziemlich viel mit Slapstick-Gewalt versehen und hat auch öfters mal so ein paar Anleihen an bekannte Filme oder ja, Filmzitate, wenn man so will. Ist damals nicht mehr so gut angekommen und nicht mehr so erfolgreich gewesen wie der erste Film. Ich habe ihn jetzt vor einiger Zeit auch nochmal geguckt und muss sagen, ist heute auch überhaupt nicht mehr mein Fall. Also als Kind habe ich die beide ganz gern geguckt, fand die ziemlich cool. Aber heute, weiß nicht, ist das irgendwie nichts mehr für mich. Also auch der Humor ist irgendwie, weiß nicht, kann mich nicht mehr fesseln, der Film. Ja, wir haben hier bei unserem Gameboy-Spiel ein waschechtes Jump'n'Run, was gerade mal 4 Level hat und... Ja, man kann sich vielleicht schon denken, ein Spiel aus der Zeit mit 4 Leveln, das wird durch den extrem hohen Schwierigkeitsgrad quasi dann ausgeglichen, möchte man ja fast schon sagen, ja, dass man möglichst lange Spaß hat an dem Spiel. Das heißt, auch dieses Spiel hier ist ziemlich schwer. Ich habe es auch noch nie durchgespielt tatsächlich. Ich bin noch nicht weiter als bis Stage 3 gekommen, so irgendwie Stage 3 in der Mitte oder sowas. Jedenfalls können wir hier den Gremlin Gizmo spielen und wir haben die Möglichkeit, einen Bleistift als Waffe zu nehmen, mit dem wir die anderen Gremlins oder andere Viecher kaputt hauen können. Es gibt so ein Radio, dann hat man kurzzeitig mal eine Note über dem Kopf. Die kann man als einmalige Fernkampfwaffe sozusagen verwenden. Und dann gibt es noch so eine Kiste, in der man sich verstecken kann. Das ist ja im Prinzip sowas wie bei Mario der Stern. Solange die Musik dann läuft, ist Gizmo dann unverwundbar und kann dann in der Kiste rumlaufen und kann damit dann entsprechend Gegner kaputt machen. Das Einzige ist der letzte Endkampf gegen diesen Gremlin-Spinnenverschnitt. Da hat man dann entsprechend Pfeil und Bogen oder Feuerpfeil und Bogen. Das ist die einzige Waffe, die man da anders dann hat. Ansonsten, wie gesagt, ist man in den Leveln immer mit der... Mit diesen Standardwaffen quasi unterwegs. Genau, ansonsten kann man Herzen aufsammeln für die Lebensenergie, um sie wieder aufzufüllen. Und das war es eigentlich schon im Prinzip. Also es ist relativ simpel und schlicht, hat wie gesagt ganz tolle Grafik, ganz tolle Musik. Und es gibt noch so einen Bonus-Stage zwischen den Leveln immer, wo man an so einer Maisbirne, heißt das glaube ich, irgendwie seine Boxfähigkeiten dann hier testen muss. Und wenn man es schafft, innerhalb von, ich glaube, 10 Sekunden sind es 100 Schläge zu landen, bekommt man nochmal ein extra Leben. Ja. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Cover-Version von dem Spiel an. Da gibt es gar nicht so viel zu sehen, denn die amerikanische und die europäische Veröffentlichung haben genau das gleiche Cover. Finde ich auch ziemlich cool. Das ist auch eine Fotografie im Prinzip einer dieser Puppen, die im Film verwendet wurden für die Gremlins. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch mit diesem roten Hintergrund hier in Szene gesetzt. Und auf der japanischen Version hat man sich mit einer Zeichnung vom Hauptcharakter Gizmo begnügt. Finde ich jetzt nicht ganz so... klasse, muss ich sagen. Also da taugt mir hier unser europäisches Cover auf jeden Fall deutlich mehr. Genau, man sieht auch schon, also grafisch ist das auf jeden Fall richtig cool. Das sind hier die ersten beiden Endgegner, die wir hier schon sehen. Und grafisch und musikalisch ist da tatsächlich richtig viel geboten beim Spiel. Beim Gameplay hapert es halt ein bisschen. Ne? Das werde ich euch dann gleich im Spiel zeigen und ein bisschen erklären. Dann schauen wir mal hier in die Anleitung rein. Gremlins 2 The New Batch. Das hier sollen, glaube ich, diese Sprungfedern sein, die... im Spiel auch vorkommen und gerade die haben wirklich von der Steuerung her ein richtiges Manko. Also das ist echt nicht einfach, das zu benutzen. Dann haben wir die kurze Vorgeschichte. Wir haben hier die 4 Level. Ah, ist ja auch der Ablauf, ne? Titel- und Anfangsdemonstration. Dann ist man hier in diesen TV-Studios, haben wir die Bonusstufe, dann ist man im Genlabor entsprechend unterwegs. Zwischenstufen Demonstration, System des Kontrollzentrums, Bonusstufe 2, Eingangshalle des Clamp Centers und dann die Enddemonstration, wie es hier heißt. Ne? Genau, hier ist die Bonusstufe nochmal erklärt. Dann haben wir hier den Bosskampf hier. Entsprechend braucht man dafür einen Bleistift. Gibt andere Gegner, das hier sind solche Förderbänder. Hier nimmt man Schaden, was man dem Spiel zugute halten muss. Hier seht, es gibt eine Continue-Funktion. Das Spiel hat tatsächlich unendlich Continues anscheinend. Also ich habe das gerade die letzte Zeit im Urlaub ziemlich oft gespielt und bin immer wieder an derselben Stelle kaputt gegangen, beziehungsweise am dritten Level und bin da einfach nicht weitergekommen. Aber ich konnte es wirklich sehr, sehr oft machen. Also ich glaube, man hat hier die Möglichkeit, wirklich eine unbegrenzte Anzahl an Continues einfach zu nutzen dann. Genau, die Bildschirmanzeige ist eigentlich selbsterklärend. Das sind unsere Leben, das ist unsere Energie. Das ist diese Note, von der ich vorhin gesprochen habe. Genau, Bewegung, entsprechend A, springen, B, um den Gegenstand zu benutzen. Select wird nicht gebraucht. Das sind hier entsprechend die Gegenstände, nochmal der Bleistift. Dann hier diese Werkzeugkiste, das Kassettenradio. Dann hier diese Werkzeugkiste, von der ich eben schon mal gesprochen habe.
ja, entsprechend hier diese Bänder. Wir haben so Boxhandschuhe, auf die wir draufspringen können, die sich dann rechts und links hinschlagen. Es gibt so Boxen, wo man durchfallen kann hier. Das sind diese Sprungfedern, die echt tricky sind zu benutzen. Die Dornen tun einem ziemlich weh. Und das war's schon. Also schöne Zeichnung hier hinten nochmal drauf, aber mehr ist ja auch nicht drin. Ich sag mal, die Anleitung bräuchte man jetzt eigentlich nicht für das Spiel. Also das Modul reicht einem hier eigentlich wirklich. Ja, die Fachpresse war damals ja nicht ganz so angetan. Die Zeitschrift Video Games ist auch der einzige Testbericht, den ich gefunden habe, hat dem Spiel 68% gegeben. Ich habe mir den Testbericht jetzt nicht durchgelesen, aber ich vermute aufgrund der oder des geringen Umfangs besser gesagt und halt wirklich des happigen Schwierigkeitsgrades, um da irgendwie dann durchzukommen. Ja, wer das Spiel heute haben möchte im Komplettzustand, der muss so an die 50 bis 60 Euro bezahlen hier auf dem Gameboy. Vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie der Zustand hier der Verpackung ist, aber ansonsten müsste man es zu dem Preis eigentlich schon bekommen. Einer der günstigeren Sunsoft-Titel auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe vorhin nochmal gesagt, Trip World, da kostet glaube ich irgendwie allein das Modul schon 200 Euro. Mit Verpackungsanleitung wird es dann noch mehr, auch Death and Return of Superman zum Beispiel ist auch ja so ein Raritätentitel, wo man also wirklich viele, viele 100 Euro los ist, wenn man den komplett haben möchte. Dagegen geht das hier und wir schauen jetzt mal zusammen rein. Viel Spaß mit Gremlins 2, The New Batch für den Game Boy. TM und Copyright 1990, Warner Brothers Incorporated ist natürlich die Filmfirma von Gremlins 2 gewesen. Gremlins 2 The New Batch finde ich sehr cool gemacht hier, die kleinen Spuren. So, das war das Wort, was ich sagen wollte. Schon wieder ein bisschen spät heute zum Aufnehmen. So, und auch eine sehr coole Titelmusik, muss ich sagen. Wie gesagt, das Spiel hatte ich damals selbst nicht besessen, hatte ich mir damals nur ausgeliehen von einem Klassenkamerad, aber ein bisschen länger, das weiß ich noch. Und fand das wirklich richtig großartig, sowohl grafisch als auch musikalisch. Macht echt richtig Spaß. Und hier werden wir gleich sehen, das ist sehr ähnlich zu Batman The Video Game auf dem Game Boy. Da haben wir auch entsprechend so ein Screen mit Schrift. Following the Gremlins Night of Havoc, Mr. Jetzt habe ich nicht mehr gelesen. The store was torn down, Gizmo attempted to escape, but was kidnapped. Now Gizmo is a prisoner in the genetic labs inside the Climb Center. Genau, so hieß das. Und da ist er, der Billy. Surprisingly, Billy Pelzer, Gizmos longtime friend, happens to be working in the Climb Center. Billy tracks Gizmo down in the lab and rescues him while hiding Gizmo in his desk drawer. Billy says, be quiet. Also ganz toll gepixeltes Bild hier auf jeden Fall. However, Gizmo does not follow Billy's instruction. The curious Mogwai wanders around the office and is accidentally hit with a spray of water from the drinking fountain. Und da sehen wir schon, da kommen die anderen bösen Gremlins raus. Writing in pain. Writhing in pain. Sorry, Gizmo produces halb böse Gremlins. Stage 1. Wir haben zwei Leben und sind hier im Fernsehstudio. Also auch die Musik ist richtig, richtig cool und ich habe das erste Level echt damals oft spielen müssen, weil es ist echt nicht einfach. Auch der Gizmo-Sprite, wunderschön, finde ich. Wie gesagt, mit der Taste A können wir hier springen. Wir können auch kurz springen, je länger wir gedrückt halten, desto höher springen wir. Mit B können wir im Moment noch nichts machen, weil wir, wie gesagt, diesen Bleistift noch nicht haben. Ja?